Viele Stoffe sind heute in Bio verfügbar, die vor 10 Jahren noch nicht verfügbar waren. Also da tun wir uns leichter. Aber dadurch, dass natürlich mehr verbraucht wird, gibt es schon auch Rohstoffe, wo wir dann eben ein Projekt machen oder uns überlegen, wie können wir das absichern über langfristige Kontrakte mit den Lieferanten, dass wir da eine Verfügbarkeit haben von den Rohstoffen für die Wala und für die Dr. Hauschka Produkte. Ein Projekt, das ökologisch wunderbar ist, wo aber der Partner kein Geld verdient oder nicht davon leben kann, das wird nicht lang funktionieren. Genauso ein Produkt, das oder ein Projekt, das sozial wunderbar ist, das aber ökologisch nicht nachhaltig wäre, das funktioniert auch nicht. Wenn man sich Sojaanbau in Südamerika anschaut, dann weiß man, das ist keine nachhaltige Geschichte. Und insofern ist es für uns wichtig, dass wir diese beiden Sachen eben zusammenbekommen. Und dadurch, dass wir keinen Zwischenhändler mehr haben, sparen wir uns natürlich auch eine Handelsstufe und sind deswegen auch ökonomisch für uns recht interessant. Wobei wir da nicht den kurzfristigen ökonomischen Erfolg sehen, sondern die Projekte immer sehr langfristig ausgelegt sind. Und wir sagen, für uns ist wichtig, dass sie langfristig ertragreich sind und uns auch vor allem eine Sicherheit bringen in der Qualität. Also es ist leider so, dass Qualität natürlich ihren Preis hat. Das kennt man auch, wenn man sein Fleisch im Supermarkt oder beim Metzger kauft. Da gibt es einfach einen Preisunterschied, den man hat. Oder auch beim Gemüse gibt es einen Unterschied, wenn ich in den Supermarkt gehe oder in den Bioladen gehe. Das heißt, wir zahlen natürlich schon höhere Preise, deutlich höhere Preise für die Produkte, was ja auch das Ziel ist, weil wir ja wollen, dass die Bauern von den Produkten leben können und nicht in marginalisierten Verhältnissen leben. Wir kalkulieren das aber sozusagen immer vorher ein, bevor wir umstellen, dass wir dann Rücksprache halten bei uns im Haus mit dem Controlling, ob wir uns das erlauben können oder nicht. Aber wir hatten bisher noch nie den Fall, dass wir gesagt haben, wir machen eine Umstellung nicht aus Preisgründen.